Guten Abend, dobro večer, dobrodošli u novu video lekciju. Sastoji se iz dva dela. U prvom delu, dakle, odgovaramo na tri jednostavna pitanja. Da li voliš svoj posao, da li učiš sam ili radi u grupi, da li voliš da kuvaš ili da jedeš napolju. Dakle, jednostavna pitanja, odgovori su i da i ne. Dakle, dve varijante, dve mogućnosti i trudila sam se da vokabular i gramatika budu na malo višem nivou. Da kažemo, pitanja su za A1, odgovori su za A2, B1. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćete nešto novo čuti naučiti. U prvom delu video lekcije, dakle, ćemo proći kroz te tri teksta, da kažem kratka, ali to nije sve i nemojte da ostanete na tome, da tu prestanete da gledate. Dakle, sljedeći deo videa je još bitniji, dakle, da se opet susretnete sa svim tim novim frazama i rečima koje ste čuli u prvom delu i to na malo teži način. Dakle, sva ta tri ista teksta, ali na našem jeziku, pa ih prevodimo na nemački da vidimo kako ćemo se snaći. Krećemo odmah. Dakle, tri teme, tri pitanja. Prvo je Max du deine Arbeit. Max du deine Arbeit. Prvi odgovor je ja natürlich. Ich wusste sehr früh, welchen Beruf ich ausüben würde. Also, veoma sam rano znao koje zanimanje, kojim zanimanjem ću se baviti. Beruf ausüben. Also, ich mag meine Arbeit. Ich wusste sehr früh, welchen Beruf ich ausüben würde. Ich hatte großes Glück mit meinem Vorgesetzten. Imao sam veliku sreću sa mojim pretpostavljenim, sa šefom. Ich hatte großes Glück mit meinem Vorgesetzten. Er behandelt Mitarbeiter sehr respektvoll. Znači, on se odnosi prema svojim radnicima, prema kolegama sa poštovanjem. Behandelt. Er behandelt Mitarbeiter sehr respektvoll. Ili, na drugi način, sein Umgang Mitarbeiter ist sehr respektvoll und freundlich. Njegov odnos sa radnicima je pun poštovanja i prijateljski. Sein Umgang mit Arbeiter ist sehr respektvoll und freundlich. Ich habe alles, was ich mir wünschen kann. Imam sve što mogu da poželim. Ich habe alles, was ich mir wünschen kann. Ein gutes Gehalt, viel Freizeit, ein gutes Betriebsklima, Flexibilität, wenn ich will, kann ich auch von zu Hause arbeiten. Dakle, dobru platu, mnogo slobodnog vremena, dobru atmosferu u firmi i fleksibilnost, kad želim, mogu da radim i od kuće. Also, ein gutes Gehalt, viel Freizeit, gutes Betriebsklima, Flexibilität, wenn ich will, kann ich von zu Hause arbeiten. Ili drugi odgovor na magst du deine Arbeit? Nein, überhaupt nicht. Ich mache nicht den Job, für den ich ausgebildet wurde. Dakle, ne, uopšte ne volim svoj posao i uopšte ne radim onaj posao za koji sam se školovao. Ich mache nicht den Job, für den ich ausgebildet würde. Mein Vorgesetzter hat keinen Respekt und ist total unfähig. Er kennt seinen Job nicht. Moj pretpostavljeni nema poštovanja i totalno je nesposoban, ne zna svoj posao. Mein Vorgesetzter hat keinen Respekt und ist total unfähig. Er kennt seinen Job nicht. Er hat wahrscheinlich viel Vitamin B bekommen. Also, on je verovatno dobio mnogo vitamina B. Šta znači vitamin B u prenesenom značenju? Vitamin B bezeichnet in der Umgangssprache und vor allem im beruflichen Umfeld
die Vorteilsnahme persönlicher Beziehungen, beispielsweise Bekanntschaften zu potenziellen Vorgesetzten oder Kollegen. Vitamin B označava u svakodnevnom govoru, ali pre svega u tom nekom poslovnom okruženju, koja je prednost nekih ličnih poznanstava, dakle poznanstava sa potencijalnim šefovima ili kolegama. Znači da kad dobijete posao preko veze, to je vitamina B. Ok, sljedeća tema sam Lernst du lieber allein. Ja allein lerne ich am besten. Da, najbolje učim sam. Ja allein lerne ich am besten. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe und muss auf andere keine Rücksicht nehmen. Znači, koncentrišem se na svoj posao i ne moram da se obazirem na druge. Auf jemanden Rücksicht nehmen. Znači, obratiti pažnju. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe und ich muss auf andere keine Rücksicht nehmen. Ich werde nicht durch unerwartete Geräusche oder unangebrachte Kommentare abgelenkt. Znači, ich werde nicht abgelenkt. Znači, ne bivam ometan zbog nekih neočekivanih šumova ili nekih komentara koje niste tražili. Ungebrachte Kommentare koje vam ne trebaju. Also, ich werde nicht durch unerwartete Geräusche oder unangebrachte Kommentare abgelenkt. Ich bevorzuge die Gruppenarbeit oder mit einer Kommilitonin zu pauken. Na, ja više volim, preferiram u grupi da radim ili sa nekom koleginicom sa fakulteta zu pauken, zu lernen. Ich bevorzuge die Gruppenarbeit oder mit einer Kommilitonin zu pauken. Wenn ich allein lerne, neige ich dazu, mich abzulenken, auf das Handy gucken, in die Küche gehen, um etwas zu essen und so weiter. Dakle, kad sam radim, naginjem, neige ich dazu. Znači, pretendujem da često se ometem sa time što ću da gledam u telefon ili ću da idem u kuhinju nešto da jedem. Znači, opet imamo taj ablenken i neigen dazu. Ein Lernpartner gibt dir die richtige Motivation, weiterzumachen. A partner sa kojim učiš ti daje pravu motivaciju da nastaviš da radiš. Ein Lernpartner gibt dir die richtige Motivation, weiterzumachen. I treća tema je kuhanje. Da li kuhaš gerne? Kochst du gerne? Ja, ich koche sogar sehr gerne und ich muss gestehen, dass ich mir alle kochen Kochsendungen ansehen. Dakle, ja kuvam veoma rado i moram da priznam da gledam sve one emisije o kuvanju. Ich koche sogar sehr gerne und ich muss gestehen, priznati, dass ich mir alle Kochsendungen ansehen. Auch wenn ich meistens zu wenig Zeit dafür habe, versuche ich ein nahrhaftes und gesundes Essen vorzubereiten. Čak i kad uglavnom nemamo mnogo vremena za to, ja pokušavam da jedno zdravo i hranljivo jelo pripremim. Nahrhaftes, hranljivo i gesundes, zdravo. Auch wenn ich meistens zu wenig Zeit dafür habe, versuche ich ein nahrhaftes und gesundes Essen vorzubereiten. Ili, ne voli, nein, ich koche gar nicht gerne, ich koche ausschließlich zu besonderen Anlässen und wenn eine Notwendigkeit besteht. Dakle, ne kuvam rado, kuvam isključivo za neke specijalne prilike ili kada je baš neophodno. Nein, ich koche gar nicht gerne, ich koche ausschließlich zu besonderen Anlässen und wenn eine Notwendigkeit besteht. Ich ertrage den Geruch vom Kochen in meiner Wohnung nicht. Ne podnosim miris kuvanja u svom stanu. Ich ertrage den Geruch vom Kochen in meiner Wohnung nicht. Außerdem
finde ich manche Nahrungsmittel wirklich ekelerregend. Rohes Fleisch finde ich ekelhaft. Dakle, osim toga, smatram da su neke namirnice zaista ovo ekelerregend ili ekelhaft isto, znači izazivaju gađenje. Sirovo meso je po meni grozno. Außerdem finde ich manche Nahrungsmittel wirklich ekelerregend. Rohes Fleisch finde ich ekelhaft. Ich bevorzuge auswärts zu essen. Preferiram da jedem na polju u restoranima. Ich bevorzuge auswärts zu essen. Ok, sada ćemo sve to zajedno prevesti. Nemojte da odustanete, ostanite da prevedemo. Ok, also, da li voliš svoj posao? Magst du deine Arbeit? Da, naravno. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Vrlo rano sam znao, da kažem, u kojim zanimanjem ću se baviti. Znači, ich wusste, sehr früh. Koje zanimanje ću da ausüben, beruf ausüben, baviti se nekim zanimanjem, znači welchen beruf, akuzativ, muški rod, welchen beruf, ich ausüben würde. Ok, also ich wusste sehr früh, welchen Beruf ich ausüben würde. Okay. Imao sam mnogo sreće sa svojim menadžerom je prevedeno, ali to će biti neki, da kažemo, poslodavac, ili ovdje smo ga preveli dole, pretpostavljenim, sa šefom ili kako god. Okay. Also, Ich hatte veliku sreću, zum Beispiel, großes Glück mit meinem, i on se zove Vorgesetzten. Ich habe großes Glück mit meinem Vorgesetzten. Znači, mit meinem, ich hatte großes Glück mit meinem Vorgesetzten. Prema zaposlenima se ono odnosi sa velikim poštovanjem. Uzet ćemo glagol jemanden behandeln. Znači, behandelt mit Arbeiter. Sehr respektvoll. Behandelt mit Arbeiter sehr respektvoll. Ovo je drugi način da kažemo isto, da koristimo reč Umgang, znači odnos, tretman, sein Umgang mit Arbeiter. Ist sehr respektvoll und freundlich. Dakle, sein Umgang. Ili behandelt mit Arbeiter. Sehr respektvoll. Imam sve što mogu da poželim. Prvo to. Also, ich habe alles. Was ich mir, što ja sebi, wünschen kann. Ich habe alles, was ich mir wünschen kann. Dobru platu, dakle, gutes Gehalt. Mnogo slobodnog vremena. Viel Freizeit, gutes Betriebsklima, gutes Betriebsklima, Flexibilität. Fl
fleksibilitet i onda smo objašnjavali da je fleksibilnost mogu da radim i od kuće ako želim. Znači, I kann von zu Hause arbeiten, wenn ich will. I habe alles, was ich mir wünschen kann. Ein gutes Gehalt, viel Freizeit, ein gutes Betriebsklima und Flexibilität. Ich kann von zu Hause arbeiten, wenn ich will. Ili drugi odgovor. A za drugi odgovor na to da li mi se dopada posao, ne, nikako, uopšte. Znači, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ne radim posao za kojim sam se obučavao. Also, ich mache den, nicht den Job. Ich mache nicht den Job, für den ich ausgebildet wurde. Ich mache nicht den Job, für den ich ausgebildet wurde. Moje pretpostavljeni nema poštovanja i potpuno je nesposoban, ne zna svoj posao. Znači, to je onaj vorgesetzene, tako? Also, mein vorgesetzter. Mein vorgesetzter hat keinen Respekt und ist total unfähig. U značenju da ne zna svoj posao, also er kennt seinen Job nicht. I mnogo je verovatno dobio vitamina B. Er hat wahrscheinlich viel Vitamin B bekommen. Mein Vorgesetzter hat keinen Respekt. Er ist total unfähig. Er kennt seinen Job nicht. Er hat wahrscheinlich viel Vitamin B bekommen. Šta je taj Vitamin B? Znači, Vitamin B bezeichnet in der Umgangssprache und vor allem im beruflichen Umfeld die Vorteilsnahme persönlicher Beziehungen, beispielsweise bekannt Schaften zu potenziellen Vorgesetzten oder Kollegen. Dakle, vitamin B označava u svakodnevnom govoru, a pre svega u polju posla, da koje su to prednosti nekih ličnih poznanstava, na primjer poznanstva sa potencijalnim šefovima, kolegama i tako dalje. Dakle, kad dobijamo posao preko veze. To je vitamin B, odnosi se na taj Beziehung. Ok. Idemo dalje. Dakle, da li voliš da kuvaš? Kochst du gerne? Kochst du gerne? Zapravo volim da kuvam i moram da priznam da gledam sve emisije o kuvanju. Znači ja. Ich koche sogar sehr gerne und ich muss gestehen, dass ich mir alle Kochsendungen ansehe. Ich koche sogar sehr gerne und ich muss gestehen, priznati, dass ich mir alle Kochsendungen ansehe. Iako obično nemam dovoljno vremena za to, trudim se da pripremim hranljiv i zdrav obrok. Also auch wenn ich meistens zu wenig Zeit
dafür habe, versuche ich ein nahrhaftes, gesundes Essen vorzubereiten. Auch wenn ich meistens zu wenig Zeit dafür habe, versuche ich ein nahrhaftes und gesundes Essen vorzubereiten. Ne, uopšte ne volim da kuvam. To je drugi. Znači, nein, ich koche gar nicht gerne. Nein, ich koche gar nicht gerne. Kuvam samo u posebnim prilikama. Ich koche aus, isključivo, ausschließlich zu besonderen Anlässen und ikada postoji potreba und wenn eine Notwendigkeit besteht. Ich koche ausschließlich zu besonderen Anlässen und wenn eine Notwendigkeit besteht. Ne podnosi miris kuvanju svom stanu. Ich ertrage den Geruch vom Kochen in meiner Wohnung. Ich ertrage den Geruch vom Kochen in meiner Wohnung. Ich ertrage nicht den Geruch vom Kochen in meiner Wohnung. Možemo i cijelu rečenicu da ne gledamo. Ich ertrage den Geruch vom Kochen in meiner Wohnung nicht. I također smatram da je neka hrana zaista odvratna. Außerdem finde ich manche Nahrungsmittel wirklich, immer wie es mal ekelerregend, znači izazivaju gađenje. Zum Beispiel sirovo meso, dakle, roh je sirovo, roh je, pošto je das flash, roh je flash, finde ich ekelhaft. Außerdem finde ich manche Nahrungsmittel wirklich ekelregend, erregend, roh je flash, finde ich ekelhaft. I više volim da jedem napolju, dakle, ich bevorzuge auswärts zu essen. Ich bevorzuge auswärts zu essen. Okay, lernst du lieber allein, da li radi učiš sam? Da najbolje učim sam, ja, allein, lerne ich am besten, allein, lerne ich am besten, koncentrisan sam na svoj zadatak i ne moram da uzimam u obzir druge, also ich koncentriere mich auf meine Aufgabe, und ich muss andere keine Rücksicht nehmen. Ich muss. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe und ich muss andere keine Rücksicht nehmen. Ne ometaju mi neočekivani zvukovi. Passiv, znači ich werde durch
unerwartete Geräusche. Ich werde durch unerwartete Geräusche ili neprikladnih komentara oder ungebrachte Kommentare nicht abgelenkt. Ich werde nicht durch unerwartete Geräusche oder ungebrachte Kommentare abgelenkt. Ili, ne, više volim grupni rad i učenje sa kolegom. Ich bevorzuge die Gruppenarbeit oder mit einer ili einem. Ich bevorzuge die Gruppenarbeit oder mit einer Kommilitonin zu pauken. Wenn ich allein lerne, neige ich dazu, mich abzulenken. Auf das Handy gucken, in die Küche gehen, um etwas zu essen. Ein Lernpartner gibt dir die richtige Motivation, weiterzumachen.